mit Zeit und Raum bei Gott. Psalm 31, Verse 15 und 16. Ich aber, ich habe auf dich vertraut, Herr. Ich sagte, du bist mein Gott. In deiner Hand sind meine Zeiten. Rette mich aus der Hand meiner Feinde und vor meinen Verfolgern. Gab es in deinem Leben schon Verspätungen? Das ist ärgerlich und lässt einen manchmal auch ziemlich einfältig aus der Wäsche schauen. Vor allem, wenn diese Verspätungen alles über den Haufen werfen, was man geplant und vorbereitet hatte. Wenn Menschen mit Menschen zu tun haben, geschehen solche Dinge. Das Leben ist dynamisch, oft ungerecht und unberechenbar und es lässt sich nicht auf dem Reißbrett pedantisch planen. Weder im Großen noch im Kleinen. Manchmal leiden wir sehr unter solchen Vorgaben und wissen mitunter auch nicht, wohin mit unserem Ärger und Frust. Aber das sollte für uns als Christen nicht die einzige, da sehr menschliche Reaktion sein auf Unwägbarkeiten und tatsächliche oder auch nur scheinbare Verspätungen zu reagieren. Wenn wir lesen, dass meine Zeit in Gottes Händen steht oder auch das bekannte Lied singen, wie fühlen wir uns da? Können wir das unterstreichen? Wie weit, tief und breit reicht hier unser Glaube? Manche Gläubige können sich vermutlich nur schwer vorstellen, dass ihnen tatsächlich alles zum Besten dient und zum Guten mitwirkt. Römer 8, 28. Wir erleben alle solche Momente, wo wir daran eher zweifeln. Also auch manche Umstände und Situationen, die so gar nicht vorgesehen waren und meine eigenen Pläne sabotierten. Das ertragen wir nur schwer. Aber wir gehören uns nicht mehr selbst und sind mit dem Blut Jesu teuer erkauft worden. 1. Korinther 6, 20, 21. Also sollten wir tatsächlich davon ausgehen, dass Gott dies ernst meinte und unser Leben und auch unsere Gegenwart und Zukunft sieht, korrigiert, führt und verändert nach seinem ewigen Ratschluss. Und dann kann es so etwas wie Zufall nicht geben und auch nicht so etwas wie Chaos und Pech. Entsprechend dürfen wir auch dann noch ruhig, entspannt und friedlich sein, wenn die Dinge mal wieder ganz anders laufen, als wir es wollten. Ja, es stimmt. Gott zu vertrauen ist mitunter ein Kampf und es ist Überwindungsarbeit. Wir müssen dabei auch mit allen unseren Sinnen und Gefühlen und unserem Denken wider allen Umständen an seine Souveränität glauben, auch in meinem persönlichen Leben, auch wenn es mir manchmal sehr chaotisch vorkommt. Es ist aber der gute Kampf des Glaubens, für den jedes Kind auch eine Berufung hat. 1. Timotheus 6, 12. Für die Dinge in meinem Leben, für die Gott sich bestimmte Zeiten gewählt hat, sind es immer die richtigen Zeiten. Das zählt auch dann, wenn wir das vielleicht total anders sehen und den versäumten Gelegenheiten nachtrauern. Manchmal gibt uns Gott nicht das vielleicht offensichtlich Gute, weil er uns etwas Besseres geben will. Und er bewahrt uns auch vor manchen Dingen, auch vor falschen Plänen, die wir machen. Und es ist ebenso durchaus möglich, dass die Dinge, von denen wir sehr überzeugt sind, sich in Gottes Augen eben als fatal und verkehrt erwiesen haben und uns nur schaden würden. Wovor Gott uns in unserem Leben so alles bewahrt und beschützt und das auch in der Vergangenheit so getan hat und in Zukunft noch tun wird, wissen wir vermutlich oftmals gar nicht und werden das womöglich auch nie erfahren. Der König David schrieb, dass er auf Gott vertraut hat, weil es sein Gott ist und seine Zeit in seinen Händen liegt. Also auch Sieg und Niederlage, Triumph und Trauer, Durchblick und Ahnungslosigkeit, Freude und Frust oder auch klare Wegweisung oder Geduld und Warten. Es gibt keine Zufälle. Ob es nun um Arbeit, Geld, Beziehungen, Krankheit, Gesundheit, Ausbildung, Freunde, Familie, Gemeinde oder andere weitreichende oder ganz simple Dinge geht, Gott war sozusagen schon da gewesen. Er kennt die Zukunft.
Wir dürfen nicht nur, wir sollen diesem ewigen, allmächtigen und allgegenwärtigen Gott vertrauen. Er ist ohne Anfang und ohne Ende und hält die Ewigkeit in seinen Händen. Gott ist es vertrauenswert. Und zwar in jeder Situation und in jedem Moment meines Lebens. Gott ist da. Ehren wir ihn durch Glauben und durch Vertrauen. Amen.